Hallo, wir sind Jenny, Jackie und Maxi. Wir leben und reisen seit 3,5 Jahren in unserem Wohnmobil. Seit einem Jahr sind wir nun komplett unterwegs, da wir uns eine Auszeit genommen haben. Während dieser Zeit trafen wir schon auf viele tolle Orte und auch Menschen. Und wenn ihr mögt, begleitet uns doch dabei. Ja, und ganz neu jetzt mit dabei und mit an unserer Seite ist der Figu. Ein kleiner Fusselgeigo. So, ich bin langsam wieder unterwegs. Wobei an dem einen Stellplatz, der für mich aber totales Parkplatz-Feeling hat. Ich hatte überlegt, jetzt hier so ein bisschen fürs Wohngebiet, aber hier blüht alles so schön. Ach, und hier blühen sogar, mein Gott, hier blühen Sachen. Also wunderschön, hier blühen sogar CDs. Und Birnchen, Mensch, ein Baum. Herrlich. Nee, ist ganz nett hier. Ich hatte überlegt, ob ich hier mal irgendwo auf den Stellplatz gehe. Also jetzt hier für 2-3 Tage. Oh, ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht fahre ich auch lieber durch und gehe dann in La Marina. Da weiß ich, was ich habe. Und da fühle ich mich auch wohl eigentlich. Ja, nichts eigentlich, da fühle ich mich noch wohl. Aber hier ist es auch echt nett. Echt nett. Witzig. Oh, was man hier so alles sieht. Das ist echt interessant, wenn man hier mal so zwischen die Häuser läuft. Also ich laufe jetzt mal zum Markt, wenn dann heute Markt ist. Aber ich meine, hier war samstags Markt. Samstags und dienstags? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich gucke einfach mal. Okay, heute ist kein Markt, sehe ich gerade. Die Autos fahren. Ja, dann habe ich mich wohl irgendwie vertan. Dann ist der wohl sonntags. Montags? Bin mir nicht sicher. Naja, ich schau mal. Da ist der Markt normalerweise. Heute kein Markt. Nicht so schlimm. Jetzt habe ich noch gedacht, ach, so schön leer, der Platz da. Ah, da kommt wieder ein Flieger über mir. Manche tun schon weh, wenn die über einen drüber fliegen. Also der war sehr unangenehm, sehr tief, sehr laut. Was ich aber sagen wollte, der Platz hier, der war so schön leer. Und ich habe mich extra da hinten weggestellt, weil ich stand da doch ein bisschen über. So, jetzt bin ich mal eben nur einkaufen gewesen. Moment. So, ich habe ja da ganz hinten in der Ecke gestanden, was ja wahrscheinlich keinen gestört hätte. Aber da ich zu lang war, habe ich gedacht, stellst du dich auf die Längsparkplätze. Ja, jetzt komme ich wieder. Stehen da direkt 3 Stück. Ja, soll ich sagen. Wir stehen jetzt auf jeden Fall hier und behindern keinen und stehen angemessen. Genau. So, oh,
Ich glaube, jetzt ist es etwas zu windig, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich war jetzt gerade eben kurz mit meiner besten Freundin einen Kaffee trinken. Ja. Per Videotelefonie. Sagt man das so? Ja. Ja. Jetzt geht langsam gleich die Sonne weg. Und ja. Dann werde ich jetzt gleich mal mein Video fertig schneiden. Und ein bisschen Fiesta machen. Und ein bisschen der Flugschule lauschen, die hier ständig über mich fliegt. Ja. Ich frage mich gerade, ob noch irgendjemand so schläft wie du. Oder nur wir. Also schläft noch jemand so wie wir? Ist ein bisschen warm, oder? Schatz, schlaf schön. Noch ein Kussi? Hase? Ein Kussi? Ein Kussi? Keiner mehr? Okay. Hauptsache, du legst mit auf meinem Kissen. Okay, gute Nacht. So, guten Morgen. Mal wieder vom Winde verweht. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwann ein Video gemacht habe, wo meine Haare nicht so strubbelig waren. Naja, ich habe auf jeden Fall heute Morgen mein Handy vergessen im Wohnmobil bei unserer Morgenrunde und auf dem Hundeauslauf. Jetzt geht gerade ein bisschen die Sonne weg und es wird windig. Es wird jetzt ein bisschen frisch. Naja, ich laufe jetzt mal eben zum Markt. Noch mal eben zum Dia ein bisschen Wasser holen und zum Markt auf jeden Fall eben vielleicht ein bisschen Obst und Gemüse holen und ja, schauen wir mal. Das sieht aber angenehm leer aus hier. Genau so wollte ich das. Das finde ich prima. Schön. Dann laufen wir doch mal auf einen angenehm leeren Markt. Ja. Sehr schön. So, jetzt war ich auf dem Markt. Und statt im Dia gekauft habe ich nichts. Nichts auf dem Markt. Ich habe dann noch mit meiner Tochter telefoniert, habe mir dann noch einmal Churros gegönnt. Die habe ich dann jetzt gefrühstückt. Ja. Und jetzt gehe ich wieder zu meinen Hundis. Dann mache ich mir noch ein Käffchen. Und ich hätte mich da auch gerne hingesetzt und ein Käffchen getrunken, aber da ist leider immer nichts zum Sitzen und Käffchen trinken. Schauen wir mal. Vielleicht treffe ich jetzt gleich noch die Nachbarn, kann man da noch ein bisschen quatschen und dann schaue ich mal. Ich wollte eigentlich noch hier in die Salinen fahren, zu den Salinen fahren. Da kann man so schöne Schlammbäder machen. Das hätte ich gerne gemacht, aber da wir jetzt Wochenende haben und ich nicht möchte da den Spaniern den Platz wegnehmen, weiß ich nicht, ob ich jetzt bis Montag bleibe oder ob ich vielleicht doch schon fahre. Mal schauen. Die Sonne scheint wunderschön, aber da hinten ist es duster ohne Ende. Wir sind jetzt nochmal hier ein bisschen auf dem Hundeauslauf. Da sind ganz viele Kiter auf dem Wasser. Ich denke mal, dass man hier sehen kann. So, die Mäuse laufen. Da ist noch schön sonnig. Die Spanier, die sitzen da schön zusammen und grillen da hinten. Richtig schön.
Und wir spielen jetzt ein bisschen hier. Jetzt sind wir gerade vom Hundeauslauf weg und hier ist Natur, wie man sieht. Und ja, da gegenüber ist so ein Grillplatz für die Spanier. Ich finde das super schön auch. Die treffen sich da mit allen, die sitzen, die grillen, die essen, die trinken. Dann laufen wir hier. Da geht eine ganz normal, die steht hier neben uns im Gebüsch. Die putzt sich den Hintern ab, stellt sich hin, zieht sich die Hose hoch. Als wenn das Normalste von der Welt wäre. Ja, es ist das Normalste von der Welt. Aber was ich auch nicht verstehen kann, wo sollen die auch hin? Die machen denen hier Grillplätze. Logisch, wenn ich esse und trinke, muss ich auch irgendwann, wenn ich über Stunden hier bin, mal zum Klo. Also ich finde, das ist so das, was den Spaniern so fehlt. Auch, komm mal her, Schatz. Auch am Wasser. Also ich finde, an jedem, in einem Waldstück, am Strand, an jedem Grillplatz sollten auch Toiletten sein, weil das eine kommt doch vom anderen. Das ist doch logisch, wenn ich irgendwo sitze und esse und trinke, dass ich auch irgendwann mal zum Klo muss. Ja, für die ist das einfach ganz normal, in die Büsche zu gehen und hat demnach liegt halt wirklich überall Menschenscheiße. Das ist halt nicht so schön, ne? So, weil mir das hier so oft begegnet und ich das echt eklig finde. Entschuldigung, Schatz. Und dann natürlich das gleiche hier mit dem ganzen Müll, ne, der hier überall abgeladen wird. Einfach, das ist halt so, ne? Das ist schade. Schade, dass das Land so schmutzig macht. Ne? Aber das ist was, das kann ich in der heutigen Zeit nicht mehr verstehen. Ne? Also hier wird einfach alles weggeschmissen. Hier stehen hier diese Mülltonnen, auch wirklich große Mülltonnen, stehen hier an jeder Ecke. Jeder darf ja da reinschmeißen. Ja, und wenn ich dann irgendwie Sperrmüll habe oder weiß der Geier, so wie hier überall dazwischen liegt, ja, dann stelle ich das daneben. Wo ist denn das Problem? Es ist windig, Mäuse. So, es ist so heiß und ich habe eine lange Hose an. Es ist so heiß. Die Hitze, die steht hier, den Hunden hängt die Zunge aus dem Hals. Es ist super windig, aber der Wind ist warm. Und es ist... Ich wünschte gerade, ich hätte eine kurze Hose an. Ja, wir laufen jetzt ein bisschen zum Wasser, da ist es ein bisschen kühler. Meine Güte. Also der Maxi, der tritt mir schon mal, der Vierhunder tritt mir in der Haxen, steht er in meinem Schuh. Boah, hier peitscht der Wind. Boah. Die sitzen da übers Meer. Nicht, Maxi. Du hörst ja gar nichts bei dem Wind. Boah. Moment. Ach. Wasser ist Wahnsinn. Reden kann man hier gar nicht. Boah. Juppie, Juppie. Alles gut, Mäuse. Windig, der Schatz. Da fliegen die Ohren im Wind, wa? Boah, das Wasser, das fliegt hier auch schon rüber. Boah, und der Sand in den Augen ist viel schlimmer. Hier raus da. Hier hin. Hui. Boah, das meine ich wieder. Überall Scheiße, ey.
Es ist pitschenass alles. Wir laufen jetzt mal schnell. Also jetzt ist es gerade minimal am Fisseln. Es ist natürlich durchgehend gemeldet, aber wir nutzen jetzt mal schnell die Gunst der Stunde und gehen mal schnell auf den Hundeplatz. Also kalt ist es nicht, aber halt uselig. Nass. Nass halt, ne Mäuse? Nass. Jetzt gehen wir schnell auf den Platz hier, dann könnt ihr schnell euch ein bisschen austoben, bevor der nächste Regen kommt. Oh, jetzt ist es wenigstens nicht so staubig hier. Komm Schatz! Komm Hase! Ja, das ist der Vorteil beim Regen. Es staubt nichts. Heute Morgen war ich mit Figu, mit Schlappen. Da stand hier 10 Meter hoch das Wasser. War ich komplett, trotz meiner hohen Schlappen, war ich total... Was hat er jetzt? Moment. So, also hier kann man fast gar nicht laufen. Ich habe gestern hier schon ein bisschen Kacke aufgesammelt. Aber das Problem ist, man muss seine Tüten benutzen. Wenn hier wenigstens noch eine Schaufel wäre und man könnte ein bisschen... das wegräumen, dann würde ich auch das andere AA hier wegräumen, aber mit der Tüte habe ich, das ist wie in anderen Kinderpopo sauber machen. Da muss ich würgen. Also, das finde ich fies, fremde Hundekacke. Ich weiß auch nicht warum. Hört sich blöd an, aber keine Ahnung. Also mit einer Schippe habe ich kein Problem, aber mit der Tüte schon. Langsam! Da ist ein Zaunhasebär! Ja. Also, willst du spielen? Dann geh spielen. Geh schnell. Ein bisschen ausflitzen bei dem Wetter. Es ist wenigstens nicht so heiß. Also kalt ist es nicht, ne? Man ja, Babymaus. Muss man ja jetzt sagen. Kalt ist es nicht. Einfach nur, es regnet. Es regnet. Mein Fedora weg und hol mal eben die Hülldose. Die Hülldose. Guck mal, wofür stehen denn hin? Ohne dass du den direkt frisst hier. Nicht tun! Manu! Oh. Mensch Meier! Ich hab eine Idee! Jenny hat eine Idee. Wir machen jetzt ein bisschen Regenbeschäftigung. Machen wir ein Spiel? Wir machen ein Spiel. Moment, geht mal bitte zur Seite. Vorsicht. Zurück. Na. Zurück. Maxi, mach mal Hepp, Schatz. Nein, mach mal Hepp da. Geh mal hoch. Mach Hepp. Moment. Langsam, Leute. Langsam. Die riechen ganz besonders gut. Ne? Haben wir noch nie gehabt. Oh, die sind aber ganz besonders toll. Die sind so toll. Ja. Gut, dann müssen wir mal gucken. Stopp. Da können wir jetzt ein Spiel mitmachen, ne? Nee, so. Figo, mach mal Sitz. Figo, Sitz. Maxi, geh mal ab. Du bist noch nicht dran. Maxi, ab. 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 Geh ab. Geh ab. Du bist noch nicht dran. Pause. Jackie auch Pause. Figo, macht mal. Nein. Maxi hat Pause. Ab. Ab. Mach Sitz, Schatz. Mach Sitz. Jetzt ist erst der Figo dran. Schatz, mach mal Sitz. 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 Jawohl. Gut so. Na, 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 na. Nein. Jetzt ist erst der Figo dran. Maxi, ab. Na, ab. Ab. Jackie auch ab. Ab. Du bist nicht... Ab. No. Pause. Yes. Maxi, ab. Du hast Pause. Geh zurück. 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 Gleich bist du dran. Yes. Yes.
Super. Yes. Toll macht der Hase das. Die gibt alles. Da war doch noch was. Yes! Du hast Pause. Jawohl! Yes! Super, Schatz. Hast du toll gemacht. Hast du toll gemacht. So, und jetzt geht die Jackie noch mal ein Stück zurück, bitte. Jackie, nee, jetzt ist gut. Fertig ist der Hase. Prima. Jetzt ist der Maxi dran. Der Maxi ist nämlich ganz toll. Nee, jetzt ist Schluss, Schatz. Jetzt ist Pause. Der Maxi ist nämlich ganz toll zurückgegangen und hat gewartet. Und die Jackie, die ist schon wieder hier so aufdringlich. Und der Figo geht bitte jetzt sofort vom Tisch ab. Na, da ist nichts mehr drin. Da brauchst du nicht mitnehmen. Da ist nichts mehr drin. Ende Gelände. Schluss. Ab. No. 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 Gut. So. Figu. Nein, Pause, Schatz. Pause, jetzt ist der Maxi dran. Komm her, Maxi. Komm mal her, Schatz. Du hast toll gewartet. Jetzt komm her. Du bist dran. Genau. Und? Nee, du gehst jetzt ab. Yes! Yes! Nicht daran knabbern, ne? Yes! Du bist noch nicht dran. Yes! Ab. Pause. Yes! Yes! Jawohl! Super, Schatz. Klasse, hast du das gemacht. Toller Schatz. Prima. So, und jetzt ist die Jackie dran. Jetzt ist die Jackie dran. Super. Den packen wir auch wieder hier zu. Oh, pickt ganz schön hier in meinem Oberteil. Nö, ab. Ab. Jetzt ist die Jackie. Bitte, geh ab. Die scheint ja echt gut zu sein. Hallo, darf ich das noch klein machen? Und für die Jackie machen wir jetzt noch was anderes. Warte mal, Jackie. Warte, stopp. Warte, ich hole mal eben was für dich. Moment, ich hole mal eben einen Deckel. Jackie kann nämlich schon mal ein bisschen was anderes machen jetzt. Mal wieder zurück. Maxi, ab. So. Nee, Figo ab. Ab. So, die Jackie ist dran. Yes! Sie ab. Yes! Super, Babymaus! Yes! Tolle Maus! Yes! Also, was ist denn hier los? Ab jetzt! Maxi, ab! No! Pause! Figo auch, Pause! Na! Ab! Jackie, mach mal weiter. Entschuldigung. Mach weiter. Noch einmal. Noch einmal? Nein. 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 Na, ah, okay. Das musst du beim nächsten Mal auch mit deiner Kralle so machen, mit deiner Foto machen. Yes! Super! Nee, jetzt möchte ich das mit der Kralle. Yes! Toll hast du das gemacht. Prima. Und Ende Gelände. Und Ende Gelände. Jetzt ist Pause. Habt ihr alle super gemacht? Habt ihr alle super gemacht? Habt ihr alle toll gemacht. Prima. Und jetzt ist wieder Pause. Das ist ein Deckel nur. Das ist nur ein Deckel. Den kann man touchen. Den kann man einmal mit der Nase und einmal mit der Pfote setzen. Ja. So.
Jetzt ist Ende Gelände. Ja, die kann ich da auch wieder rausholen, die Papierchen. Da ist nichts mehr drin. Vorsicht. Habt ihr alle super gemacht, Mäuse. Jetzt machen wir nochmal einmal mit Maxi. Maxi ist dran. Figo, nein, ab. Ab. Yes. Nee, Figo ab. Yes. Ab. So kann ich nicht üben. Geh ab. 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 No. Pause. Nee, Figo. Komm mal runter da. Yes. Figo. Figo, hier hin. Hier hin. Schluss. Pause jetzt. Maxi? Noch einmal? Noch einmal, Schatz? Jawohl! Noch einmal? Yes! Nee, 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 nee. So nicht. Yes! Und noch einmal. Noch einmal? Jawohl! Toll gemacht, Schatz. Gut und Ende. Jetzt machen wir noch mal ein paar Jackie und dann noch einmal der Figolino und dann ist gut. Der Maxi ist jetzt fertig, ne? Der Maxi hat das ganz toll gemacht, Schatz. Ganz tolli Molly. So. So. Es regnet. Und ich bin genervt. Und ich habe Hitzewallungen, nicht von meinen Füßen. Und ich habe Hitzewallungen und ich habe Lust auf Scheiße. Aber das Schlimmste ist, dass ich so genervt bin. Das mag ich nämlich überhaupt nicht. Und zum Glück mag ich das überhaupt nicht und kann mich dann immer eigentlich selber ganz gut wieder runterfahren. Hallo! Sei denn, mir läuft der Hund vor die Füße. Aber das ist ja immer, wenn man selber so eine innere Unruhe hat, dann spiegeln einen die Hunde ja nochmal und dann umso beschissener läuft das mit den Hunden. Also ich habe, bei mir ist das immer so, wenn ich, also ich merke das eigentlich noch gar nicht, dass ich genervt bin, bis Jackie mich dann nervt, so richtig. Was mich aber normalerweise nicht nervt. Aber dann merke ich, dass mich das so tierisch, so klitzekleinigkeiten, die mich normalerweise, bin ich ja nicht so, dann merke ich das, komm mal her, dann bringen die mich so aus der Ruhe und dann merke ich so, oh, und dann setzt die immer noch einen drauf, was sie sonst nicht tut. Daran merke ich das, oftmals. Maxi, bitte. So, ich wollte euch mal Real Life Van Life in Spain zeigen. Yes, es regnet. Und zwar schon den ganzen Tag. It's very nice. Maxi, Maxi. Ist doof der Regen, ne Schatz? Ja. Nasse Mäuse. Ja. Ne Jackie Maus? So, La Manga bei Regenwetter. Sieht wohl schön aus, ne? Also sieht ja immer schön aus. Mit den ganzen Bergen da hintereinander, auch wenn es bewölkt ist. Moment, Mäuse. Der ganze Hundestrand steht unter Wasser. Juppie-jay. Ja, Schwarzi. Blöder Regen, ne? Echt saublöd. So, ganze Wasser, was die Straßen entlang fließt, sucht sich hier den Weg und fließt dann da. Wahnsinn. Ganze Fluten. Warte, ist ganz. Hier, ganze Wasser fließt hier die Treppe runter und fließt ins Meer. Wird hier einfach von der Straße kommt.
Oh, da wollte ich jetzt entlang laufen. Das sind jetzt die zweiten paar Schuhe, die durchnass sind. Also hier ist, du kannst die Straße nicht, das kann man sieht man hier auf dem Video gar nicht. Man kann die Straße einfach nicht laufen, weil hier einfach ein ganzer Bach entlang läuft. Also das ist wirklich, wirklich tief. Zeit und mit dem tollen Sonnenschein hier in Nairobi lässt sich doch sehr gut aushalten. Rasierer mit einem Hauch Aloe Vera für bis zu 0% Rasierirritation. Was ist da draußen, Schatz? Probier das für den Intimbereich. Gleich los! Mist, so viele Flecken, so wenig Zeit. Ob Waschmittel allein das schafft? Mit den richtigen Fleckexperten. Heute Morgen so richtig schön irgendwie was im Rücken eingeklemmt. Langsam wird es, glaube ich, ein bisschen besser. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen chillen. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee gemacht. Ich trinke jetzt noch den Kaffee und dann gehen wir mal ein bisschen nach draußen. Mal schauen. Draußen sieht es so aus. Es wird langsam trockener. Die Pfützen werden kleiner. Für bis zu 100% Auslaufschutz. Die ganzen aber schön ist was anderes. Nase, schön ist was anderes. Empfindliche Zähne und Zahn. So, unsere Morgenrunde. Wasser ist so schön klar. Auch ohne Sonne. Ja. Und ich gucke gerade. Ach, guck mal, da ist doch einer. Jetzt einer mit so einem. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Ah, da flitzt halt einer. Übers Wasser. Ja, und hier, Entschuldigung, hier sind so schöne Steine gemalt, geschrieben und alle mit hier eingearbeitet. Oh, ich finde den Marienkäfer ja schön. Total schön. Geht so eine ganze Straße hier entlang. Ein ganzes Stück. Ja, es ist doch sehr. Sehr regnerisch heute noch. Nein, es ist jetzt gerade zum Glück mal trocken und hier gerade mal gerade so ein bisschen Kampf mit Maxi, der mich im Moment immer meint, irgendwo hinziehen zu müssen, was er sonst nicht gemacht hat. Aber das ist jetzt gerade mal so ein, ich glaube, so der macht Kampf zwischen uns. Figo. Figo möchte mit dem ja, da auf dem Wasser spielen. Mein Gott, da sieht man mal, wir sind überhaupt nicht, wie flach das ist. Wie weit man da reinlaufen kann. Wahnsinn. So. Hoppala, Schatz. Wieder zurück von unserer Runde. Habe ich noch mit meinen Nachbarn gequatscht. Wir hatten es über hier Fliegengitter und Gedönse. Also der hat so ein super Rollo. Ja, da werde ich mich auf jeden Fall mal, wenn das mal alle hier vorüber ist, werde ich mich mal auf der Suche machen nach diesem Rollo. Das ist nämlich perfekt. Das kann man so richtig schön ziehen. Die Qualität ist total anders von dem Netz. Und ja, jetzt sind die Essen. Und falls ihr irgendwann mal das Video seht, die arme Jenny muss jetzt arme Ritter essen. Weil die hatten keinen Platz mehr für mich. Gruß geht raus an Hans, Renate und Dieter. Mal ganz kurz, ich bin schockiert. Dieser Mann, das sind die, die hier gerade alles sauber machen. Der geht gerade mit einer Dose. So eine Dose Monster oder so. Unten am Fahren, in so einem Fächer von der Palme, darüber, und wie man sieht, da oben hängt jetzt das Stück. Moment. Da hängt das, glaube ich, auf dem Zaun, ne? Ja, da hängt dieses Stück auf dem Zaun. Und ich denke, der wird ja wohl nicht die Dose darüber werfen. Der wird ja wohl nur dieses Palmenstück darüber.
Der schmeißt einfach als erstes die Dose darüber. Dahin, hier sind 1000 Mülleimer. Er schmeißt es einfach darüber, diese Dose und den Palmenwedel. Dann einfach nicht. Die lernen es einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann denn so jemand hier arbeiten und sauber machen? Müll gehört in Mülleimer und nicht einfach auf diese Wiese. Ich könnte kotzen. Ich bin schockiert. So. Bei uns kommt ein bisschen die Sonne raus. Das ist so schön. Da können die Hunde ein bisschen flippen und flitzen und la la la. Naja, ist noch ein bisschen bewölkt. Da hinten sind auch noch dunkle Wolken. Hier sind die schon den ganzen Tag, den ganzen lieben langen Tag fleißig. Hier am Aufräumen und am Saubermachen. Und ja, ich war gerade mit den Nachbarn ein bisschen ein Bierchen trinken, ein bisschen quatschen. Haben wir uns nett unterhalten, war ganz schön. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt machen die Mäuse hier eine Flitzerunde. Eine Flitzerunde, ne, Mäuse? Ja, ja, genau, ein bisschen flitzen. Ja, und dann gehen wir gleich noch schön spazieren. Will ich mal eben ein bisschen hier ausflitzen. Ja, und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Ich glaube, heute Abend gucke ich mal Fernsehen. Ja. Oh, jetzt muss ich mal eben Kacker wegmachen. Boah, hier liegt so viel Kacker auf dem Platz. Das ist der Wahnsinn. Hier gibt es keine Schippe. So, jetzt nochmal mit Gesicht. Hier vom Platz sind die gerade schön ein paar Ründchen gelaufen hier. Haben sich ein bisschen ausgeflitzt, ne, Figo? Ja. Ja, das Schöne ist, wenn der Maxi zu wild wird, zu wüst, zu boulderbackig, da wird ja auch manchmal doof dabei, dann kommt der Figo immer zu mir. Und das ist schon mal ein sehr großer Bonus, eine sehr gute Sicherheit, die ich habe für mich. Ich weiß ich natürlich nicht 100%, aber so viel wie ich das immer mitkriege jetzt, so wie ich das einschätzen kann, wenn Gefahr ist, läuft er nicht weg, sondern er sucht mich auf. Und das ist immer was Gutes, ne? Ja. Ich möchte jetzt noch ein bisschen spielen und fordert den Maxi immer auf, aber Maxi hat keinen Bock. Maxi hat einfach keinen Bock. Ja. Oh, Maxi macht einen Kacker. Hm. So, auf jeden Fall wollte ich heute Wäsche waschen. Gestern Wäsche waschen. War immer doofes Wetter und ich hätte immer Wäsche waschen können. Aber ich bin irgendwie nicht aus der Pötte gekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also heute Abend werde ich da nicht mehr hinfahren, die Wäsche waschen, denke ich. Wenn dann vielleicht morgen früh und dann wollte ich mal morgen schauen. Ob ich da mal zu diesen Salinen fahre. Ja, auf die andere Seite von La Manga. Ich weiß gar nicht, wie das heißt da. Das würde ich mir gerne mal angucken. Und wenn morgen schönes Wetter ist, fahre ich dann vielleicht dahin. Ja, Mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Der Hase, der läuft hier die ganze Zeit bei mir am Fuß. Die anderen zwei laufen wenigstens schon mal da. Aber der Maxi ist immer so ungestüm. Immer wenn die Jackie auf den Ball rennen möchte, dann kommt der Maxi angerast wie so ein Irren. Ja, und dann hat die keinen Bock mehr. Ist ihr dann too much, ne? Ne, Schatz? Ist ihr dann too much? Hasebär, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Ja, mit Maxi müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Die süßeste Maus von der Welt, die liegt hier bei mir. Die pupst. Die hat irgendeinen Scheiß gefressen, jetzt muss sie pupsen.